So, hallo liebe Leute. Da mein erstes Video eigentlich ganz gut ankam, habe ich mich entschieden, dass ich mal wieder ein Video rausbringen will. Und jetzt gibt es zurzeit hier bei uns in der Tauschbörse, wo ich recht aktiv bin, so ein kleines Monotype-Turnier. Und da habe ich mir überlegt, ich schaue mal, wie weit ich komme und werde auf jeden Fall mal, also alle Kämpfe, die ich bestreite, mit meinem Team auch soweit aufnehmen. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viele Kämpfe rauskommen. Also wenn die Kämpfe werden erst alle erscheinen, wenn das Turnier rum ist, einfach weil ich mein Team nicht spoilern will. Und von daher, also ich will es aber jetzt schon mal alles aufnehmen. Einfach weil dann die Kämpfe noch mehr im Kopf sind und ich somit ein bisschen mehr dazu sagen kann. Gut, also wie man schon sieht, das Thema ist Monotype. Mein Team ist ein Mono-Normal-Team. Und ich kämpfe gegen den Gegner, der offenbar ein Mono-Flugteam hat. Gut, also gehe ich erstmal kurz vielleicht auf mein Team ein. Also mein Team besteht aus Knuddeluff. Das Knuddeluff ist eher physisch defensiv und ich spiele es mit der Unbeugsamkeit. Dann ein Porygon Z, speziell offensiv natürlich, mit dem Walschall. Dann ein Megaschlappohr. Dann das Staraptor. Mit dem Walband ausgestattet, damit es ordentlich zusätzlich die Fähigkeit natürlich achtlos, damit es ordentlich Schaden drücken kann. Dann ein wunderbares Miloetta, was dann auf der speziellen Seite noch was ausrichten soll. Und Scharnierer als in der Rolle eines Supporters, das dann mit der Donnerwelle ein bisschen unterstützen soll, das Team. Also das Team ist zwar schon recht schnell unterwegs, aber jetzt gut, Miloetta ist jetzt in den normalen Formen jetzt nicht ganz so schnell unterwegs, da könnte die Donnerwelle etwas helfen und zusätzlich habe ich noch als kleine Überraschung auch das Heilopfer dabei, was dann unter Umständen nochmal vielleicht das geschwächte Staraptor nochmal zu neuer Kraft verhelfen kann. Und ja, mal sehen, wie weit ich mit diesem Team kommen werde. Mein erster Gegner ist der Marius. Marius bringt mit einem Glurak, also ein Mega Glurak Y wahrscheinlich, das Glurak X ist im Mono. Ja, verboten. Und zusätzlich ein Zapdos, ein Voltolos, ein Grifeldes, ein Panzeron und ein Demeteros. Und ich sehe schon, also das Grifeldes und das Panzeron, die sind wahrscheinlich beide eher physisch defensiv. Das Demeteros wird vermutlich mit einem Walschal ausgestattet sein. Gut, zu dem Zapdos ist kann man ja immer verschieden spielen, entweder speziell offensiv oder physisch oder speziell defensiv. Da muss man mal gucken, wie es ist. Wahrscheinlich eher speziell defensiv, so wie ich mir das Team anschaue. Und das Voltolos wahrscheinlich offensiv. Gut, also ich hatte ja schon gesagt, ich habe mich mit dem Scharnierer für die Donnerwelle entschieden. Also nicht, dass ich es mit Toxin spiele, sondern lieber mit der Donnerwelle. Und das ist natürlich bei dem Team nicht ganz so toll, dass ich mit Panzeron und Grifeldes, ja, habe da die Paralyse so. Hilfreich ist es die Frage. Und dann hat natürlich die Paralyse, also die Donnerwelle, auch keine Wirkung auf Zapdos. Voltolos, also in dieser Form, regeneriert es noch KP durch den Voltabsorber, ist auch nicht so schick. Und die Meteoros, da hat es natürlich auch keine Wirkung. Also da kann man nicht so viel mitmachen. Aber vielleicht ja doch ein bisschen was. Gut, ja, ich hatte dann schon überlegt, vielleicht, also so ein Standard. Lied, den man ja mal spielen kann, ist Schlappohr, also auf meiner Seite Schlappohr, mit dem Mogelhieb einfach gleich mal anfangen und dann sicher die Mega-Entwicklung rausbringen. Und da dachte ich mir dann, das wird er vielleicht predikten. Und ich schicke einfach mal mein Knuddeluff vorne weg und staub mir gleich mal den Boost mit der Unbeugsamkeit ab. Und wir schauen mal, wie das Ganze dann funktioniert hat und starten mal den Kampf. Gut, also Marius will mit mir kämpfen und er schickt einem, wie schon gesehen, das Demeteros in den Kampf und ich starte mit meinem schönen Proto-Knuddel. Bedrohr wirkt und der Bedrohr steigert natürlich schön erstmal den Spezialangriff. Das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel Spezialangriffsinvestment und es hat aber dadurch einen schönen Boost bekommen und die Kehrtwende ist jetzt natürlich nicht sehr effektiv durch den Feentyp, den vergessen manche immer auf Knuddeluff. Und er schickt jetzt erstmal das Panzer-Eron rein und hat wahrscheinlich auch schon den Zauberschein predicted. Und jetzt schauen wir mal. Also ich war dann schon überrascht, wie sehr dieser Zauberschein, wie viel der abgezogen hat.
Und extra für ein Start-Pokémon habe ich hier auch den Feuersturm mit eingepackt. Und ich habe ein bisschen gestaunt, dass das Knuddeluft dann wirklich schneller ist als das Panzer-Aeron und war schon froh, dass das Panzer-Aeron weg war. Gut, jetzt nutzt er die Chance und bringt das schöne Mega Glurak Y ins Spiel. Noch dazu in Shiny. Und da ist immer so die Sache, ja, so ein Mega Glurak Y. Dürre wirkt natürlich, verstärkt Feuerattacken und dann, wenn ein Feuersturm kommt, da kann man kaum was sicher reinbringen. Und ich hatte noch gedacht, naja, vielleicht geht der Feuersturm daneben, aber trifft natürlich und wir sehen die KP, die fallen ins Bodenlose und Knuddeluft ist leider schon down. Also ich freue mich immer, Knuddeluft zu spielen, aber leider so viel, ja, es ist nicht umsonst in dem Tier, in dem es ist. Gut, jetzt schicke ich die Übermutter rein und da kann natürlich so ein speziell offensives Glurak nicht viel machen und ich dachte mir, ich spiele aber safe. Also ich habe vorher gegen Marius noch nicht gespielt, gehe ich mal auf die Donnerwelle, um das Glurak ein bisschen zu verkrüppeln. Und jetzt hatte ich so ein bisschen Angst vor dem Landorus und also von dem Demeteros und dann habe ich schon einen Abschlag erwartet, bin also dann in das Porygon Z und habe da leider meinen Wahlschall verloren, aber da dachte ich mir, der wird jetzt nicht so wichtig sein. Und jetzt, er hatte dann auch an der Stelle ein bisschen länger überlegt. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Abschlag und das Porygon ist raus. Und dachte, wollte es eigentlich schon wegwerfen, bin auf die Triplette gegangen, hier mit Anpassung, macht die schon ordentlich Schaden bei mäßigem Wesen. Und das Glurak ist ordentlich geschwächt. Diesmal entscheide ich mich dann auch, das Scharnierer reinzuwerfen. Und wir sehen, Feuersturm kommt, Feuersturm trifft und es macht echt nicht viel Schaden. Also ich habe mich dann schon ein bisschen geärgert, dass ich das Knuddeluft so zeitig weggeworfen habe. Er muss jetzt wieder rausgehen. Das habe ich dann schon erwartet, dass er wieder an der Stelle den gleichen Play macht und bin dann diesmal auch auf den Geowurf gegangen, um dann einfach auch mal ein bisschen Schaden auf das Demeteros zu bekommen. Also ich denke mal, das Demeteros, das trägt einen Walschall. Ist eigentlich so recht häufig. Dann konnte ich jetzt mal gucken, auf was er sich dann lockt. Ich habe jetzt wieder mein Porygon reingeschickt und dachte mir, jetzt sehen wir nochmal, ein zweiter Abschlag hätte auch nicht gereicht. Also ich weiß nicht, ob er das dann nachgekalkt hat, aber jetzt natürlich zweimal der Abschlag reicht dann auch für das Porygon. Das musste ich dann an der Stelle leider auch abwerfen. Gut, jetzt war es aber eine gute Gelegenheit, die gute Angie Kerber reinzuschicken. Also das wunderbare Mega-Schlappohr. Konnte ich also safe erstmal die Mega-Entwicklung rausbringen und bin dann einfach, weil ich safe spielen wollte. Wie gesagt, wenn man das erste Mal gegen jemanden spielt, dann ist man immer eher dazu geneigt, das Ganze safe zu machen und nicht zu predikten und dann irgendwie einen Double Switch zu wagen oder irgend sowas. Und der Mogelhieb, der macht natürlich gar keinen Schaden. Das ist ein Witz. Dann noch zusammen mit den Überresten kann man vergessen. Da dachte ich mir, ich guck mal, wie viel so ein Eishieb Schaden macht. Ja, ist schon ein bisschen mehr, aber auf lange Sicht, wenn man dann sieht, jetzt hat er auch noch das Toxin und dann kann er sich mit dem Ruheort wahrscheinlich gegenheilen, zusätzlich die Überreste. Also da kann ich eigentlich nicht drin bleiben mit dem Schlappohr. Gut, also Vergiftung wirkt und ja, an der Stelle dachte ich dann, naja, ich wollte jetzt nicht auf dem Freeze spielen, aber ich dachte mir, ja, vielleicht prediktet er das ein bisschen und geht jetzt hier in das Demeteros rein und das erwische ich dann mit einem Eishieb, aber ich habe ihm natürlich den Eishieb schon gezeigt und das Grefeld, das ist keine Gefahr, also war es eigentlich auch klar, dass er drin bleibt. Gut, also das Gift tickt weiter, also ich war da auch ein bisschen cool geblieben an der Stelle, ich wusste ja, ich habe auf Scharnierer noch das Heilopfer, kann das zur Not das Schlappohr wieder fit kriegen. Und jetzt dachte ich mir so, naja, gut, ja, Schmarotzer kommt, wir sehen Schmarotzer auf Scharnierer, macht 10 KP, also ist ein Witz. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kann ich das Grefeldes vielleicht paralysieren. Einfach auch, damit es mal vielleicht dann die Fullpara bekommt und sie nicht hochheilen kann. Und also er schickt dann wieder. Ach nee, Quatsch, ich habe sogar den Wechsel predicted, also habe es wieder das Landorus erwartet. Also das Demeteros und bin dann einfach mal jetzt an der Stelle drin geblieben. Ich dachte mir, jetzt wird er vielleicht mal den Wechsel predikten in das in irgendwas anderes wieder, weil ich den mit dem Abschlag rechne, aber ich bin einfach drin geblieben und das Erdbeben, wir sehen, das macht so gut wie keinen Schaden. Und er geht jetzt auch wieder raus.
geht auf das Grüffeldes und an der Stelle bin ich einfach erstmal weiter auf den Georhof gegangen, weil ich dachte mir, na, jeder Schaden auf so ein Demeteros ist immer nicht schlecht. Demeteros kann sich nicht weiter hochheilen. Von daher, wenn man dann den Schaden draufkriegt, sollte man ihn auch ruhig nehmen. Gegen Grüffeldes, das Matchup natürlich jetzt wieder schlechter. Jetzt habe ich erwartet, dass wieder das Toxin kommt und ich dachte mir, ja, gut im Gegenzug kann ich die Donnerwelle rausbringen. Also richtig, ich meine, das Grüffeldes, das kann mich zwar vergiften, aber das Scharnierer kann jetzt nicht so viel, hat jetzt nichts weiter zu befürchten von dem Grüffeldes. Also von daher, gut, also das ist gerade so ein toter Punkt im Match, also keiner kann so richtig was. Jetzt dachte ich mir, gut, was wird er machen? Mal schauen, jetzt gehe ich nochmal raus auf das Schlappohr. Dachte mir, vielleicht kommt die Full Power oder. Aber er prediktet das auch und geht dann auch raus in das Demeteros. An der Stelle war natürlich das ein bisschen ungünstig für mich, dass das Grüffeldes paralysiert war. Dadurch bin ich zuerst rausgewechselt und ich glaube, der Bedrohr, der wirkt sowieso dann erst. Nee, der Bedrohr hätte sonst, wenn das Grüffeldes zuerst rausgegangen wäre, wäre der Bedrohr auf das Scharnierer gegangen. So hat natürlich jetzt jeder die Energy abbekommen. Und ja, Mogulieb macht auch wieder nichts. Also ich dachte mir jetzt, Mogulieb noch mal ein bisschen Schaden bekommen auf das Demeteros, aber das hat nicht so viel gebracht. Jetzt war also so ein Punkt, ich kam irgendwie nicht so richtig. Ich wollte dann auch mal gucken, ja, wie viel macht eine Rückkehr, aber bei minus 1, das kann man dann auch vergessen. Und so langsam wird es auch kritisch für das Schlapper. Also lange und oft kann ich damit nicht nochmal reinwechseln. Und dann hatte ich schon Sorge, dass ich an diesem Grüffeldes nicht mehr vorbeikomme. Weil mein Stab da, was ich noch habe, das ist auch physisch offensiv, ob das dann so viel machen kann gegen das Grüffeldes. Und dann dachte ich mir, ich probiere es mal speziell und bringe das Meloetta rein. Gut, er heilt sich hoch mit dem Ruheort. Und jetzt an der Stelle dachte ich, ich kann einfach ganz safe eine Schallwelle raushauen. Das Panzer-Eron ist weg und eine Schallwelle, die macht echt guten Schaden, also über die Hälfte. Natürlich vom Life-Up geboostet und die Full Power. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Gut, jetzt kommen nochmal die Überreste und jetzt irgendwas kriegt jetzt massiv Schaden. Entweder das Grüffeldes ist weg oder irgendwas anderes kriegt Schaden. Also wir sehen hier die Schallwelle, hat letztes Mal über die Hälfte Schaden gemacht und jetzt, ich weiß nicht, entweder habe ich erst eine gute Roll erwischt und jetzt eine ziemlich schlechte. Auf jeden Fall, es reicht nicht. Ein paar KP, ich weiß nicht, ob es ein, zwei KP waren und er kann mit dem Schmarotzer natürlich einen guten Schaden bei mir nochmal reindrücken. Was ich ein bisschen traurig fand, und jetzt natürlich die nächste Schallwelle nimmt jetzt das Gefällt ist sicher raus. Jetzt kommt ein Volltreffer, gut, den hätte ich vorher gebrauchen können, aber na gut, wir wollen hier auch nicht auf Hex spielen, von daher passt schon. Gut, an der Stelle kommt wieder das Demeteros und so leid es mir tut, also Meloetta ist wirklich auch eins meiner Lieblings-Pokémon und ich wollte es echt ungern down gehen lassen, aber hier an der Stelle war es das Beste, weil dadurch habe ich auch gesehen, also ich habe wirklich den Wahrscheinlich vermutet und habe jetzt gesehen, auf was er sich lockt. Und er lockt sich auf das Erdbeben und das ist eine prima Chance, um das Stab da reinzubringen. An der Stelle habe ich natürlich die Option gehabt, auf den Sturzflug zu gehen. Aber was genauso viel Schaden macht, ist natürlich das Risiko-Tackle. Und das wird dann aber auch nicht resistet, weder von Zapdos noch von Voltolos. Und also daher bin ich einfach auf den Risiko-Tackle gegangen und wir sehen schon, das macht enormen Schaden. Also mit Achtlos, mit Walwand. Gut, hart spiele ich das jetzt nicht, das Staraptor, sondern froh, weil ein bisschen Geschwindigkeit sollte man auch mitbringen. Und das zweite Mal Risiko-Tackle, das übersteht natürlich das Zapdos nicht. Und jetzt kommt Voltolos. Jetzt war ich mir nicht sicher, Voltolos, das hat natürlich, das hat die Voltabsorber, diese Form. Die andere hat ja Streichholzfähigkeit, aber ich habe dann an der Stelle auch mal nachgeguckt, das hat wirklich einen Basispunkt mehr und ich war mir echt nicht sicher, spielt das mäßig oder spielt das scheu? Wenn das mäßig spielt, wäre ich schneller gewesen. Wenn das scheu spielt, wäre er schneller gewesen. Ach naja, wollte ich das Risiko nicht eingehen. Das war sowieso schon alles ziemlich knapp und so Scharnierer war eine sichere Wahl. Und jetzt habe ich natürlich auch erwartet, dass er sich gegenboostet und konnte dann mich mit dem Weichei ein bisschen gegenheilen. Und dachte mir jetzt, ich drücke jetzt hier noch ein bisschen Schaden im Voltolos rein und das tut mir dann ein bisschen leid, der erste Fokusstoß kommt, geht daneben. Ich konnte also schon mal mit dem Geowurf ein bisschen Schaden machen, so viel KP scheint das auch nicht zu haben.
der zweite Fokusschluss wieder daneben ist. Das tat mir dann schon echt leid, weil, ja. Gut, also Giro und jetzt noch ein Fokusschuss und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, eigentlich ist ein Fokusschuss plus zwei reicht doch nicht. Und wir sehen es, zack, es reicht, ja, weil es ein Volltreffer war. Aber gut, an der Stelle auch verdient, weil zweimal davor ging es daneben. Jetzt war aber das wollte los in einer guten Range, dass ich dann mit dem Starrapter reingehen kann, weil ich habe hier auf dem Starrapter spiele ich den Ruckzuckhieb. Also es ist eher unüblich, glaube ich. Man spielt es eher mit Sturzflug, Nahkampf, Risikotackle und Kehrtwende. Und bin jetzt aber einfach auf Ruckzuckhieb gegangen, weil ich mir dann ich wollte nicht das Risiko eingehen. Und jetzt an der Stelle hatte dann das Glurak reingemacht und dann hatte ich gehofft, naja, Sturzflug, hoffentlich reicht's. Und es reicht sogar dank eines Crits. Also ich weiß jetzt nicht, das wollte ich nochmal nachkalken, ob der Crit entscheidend war, aber muss ich nochmal, also kann ich schlecht sagen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig das Staraptor gegen das Demeteros und wir haben jetzt natürlich, wir sind ja gebandet mit dem Ruckzuckhieb. Da war ich ganz froh, dass der dann auch nochmal ordentlichen Schaden gemacht hat, weil jetzt war ich mir sicher, unser letztes Pokémon, das war dann, wir hatten auch schon alles weg und das Einzige, was jetzt übrig blieb, war noch unser Schlappohr. Auch schon ziemlich mitgenommen, aber der Mogelhieb sollte bei der Range dann reichen und reicht zum Glück auch. Also war ich dann am Ende sehr froh. Also da, ich hatte das Gefühl, am Ende hatte ich ein bisschen Glück gehabt, gerade Voltolus gegen Scharnierer. Und ja, das war der Kampf. Gut, was kann man sagen? Also es war echt mega knapp. Hätte ich jetzt, also doch, es war schon zu erwarten. Es war zumal unbekannter Gegner, man weiß nicht, wie er spielt. Und ja, gut, was kann man noch dazu sagen? Ich bin eine Runde weiter und werde mal sehen, wie der nächste Kampf so verlaufen wird, was mich da für einen Typ erwartet. Das Team darf ja nicht verändert werden, also ich muss hier bei dem Team bleiben. Ich hoffe, dass ich nicht unbedingt auf ein Stahlteam treffe, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie gut ich dagegen bestehen würde. Jetzt mit dem Flugteam, das ging schon mal ganz gut. Und gut, also ich halte euch auf dem Laufenden und dann sehen wir uns dann beim nächsten Kampf. Danke für euer Zuschauen, für Anmerkungen, Feedback, Lob, Kritik, was auch immer, bin ich immer gerne offen. Und so viel erstmal dazu. Also dann, ciao, ciao.